Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke herzlich für die Einladung und freue mich sehr, hier zunächst zu Ihnen sprechen zu dürfen und im Anschluss an den Vortrag auch mit Ihnen sprechen und diskutieren zu dürfen im Kontext Ihrer Fachtagung. Ich möchte heute sprechen über ein Phänomen, das wir in einem Forschungsprojekt, das ich auch vorstellen werde, als postdigitale kulturelle Welten bezeichnet haben. Und ich möchte darüber sprechen, wie der Zustand dieser Postdigitalität, in dem wir uns meiner Ansicht nach befinden, für die kulturelle Bildung Chancen mit sich bringt, aber auch Verantwortung mit sich bringt und in vielfacher Hinsicht. Und das haben wir alle in der Corona-Zeit ja auch häufig auch als Herausforderung eben erfahren, in vielfacher Hinsicht dann eben auch solche Herausforderungen mit sich bringen. Um Digitalisierung zu verstehen, ist es wichtig zu sehen, dass Digitalisierung natürlich ein Prozess ist, der mit Technik zu tun hat, also mit Technologie und mit Technologisierung zu tun hat. Digitalisierung ist aber, und das ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, auch in der Forschungslage, ganz wesentlich ein kultureller Prozess. Diese These, dass Digitalisierung ein kultureller Prozess ist, die hat sehr, sehr viele Implikationen, die man ausführen könnte, zu denen ich aber hier jetzt, also die auszuführen, ich aber jetzt hier nicht wirklich die Zeit habe. Aber ich möchte zumindest darauf verweisen, dass Digitalität nicht eigentlich nur dort anfängt, wo wir Technik einsetzen, sondern Digitalität, also das Zählen, das Abzählbare, das mit den Fingern daherkommt, der Begriff ja auch, Abzählbare dort ansetzt, wo Gesellschaften beginnen, der quantitativen Selbstbeobachtung und der Quantifizierbarkeit einen Wert zuzuweisen. Und wir sehen das in der Geschichte der Aufklärung, wie Quantifizierungsprozesse eine immer größere Rolle spielen. Der Soziologe Armin Nassey hat das 2019 in seinem Buch Mustertheorie der digitalen Gesellschaft entsprechend dargelegt. Das heißt, kulturhistorisch können wir dieses Phänomen der Umstellung auf Logiken des Zählens und des Rechnens und des Menschenzählens, aber auch des sich selber Identifizierens mit Zahlen. Und heutzutage haben wir das Phänomen des Quantified Self schon hinter uns, ne? Also das sich selber verdaten mit Größen, Gewicht, Leistungsdaten, wie weit man gelaufen ist, wie schnell und Rankings automatisiert und algorithmisiert und so weiter. An der Akzeptanz solcher quantifizierter Angebote des Selbstbezugs können wir schon entdecken, dass wir schon in einer Kultur leben, für die sowas eine Rolle spielt. Und wir alle sind natürlich in einem Bildungssystem groß geworden, das mit quantifizierten Rückmeldungen arbeitet, nämlich mit den Schulnoten, die ja verrechnet werden, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt. Denn man kann gut und sehr gut nicht wirklich verrechnen, jedenfalls nicht im moralischen Sinne. Wie dem auch sei, diese Vorgeschichten, die ich an anderen Stellen auch diskutiert habe, für die habe ich heute leider keine Zeit. Das sind aber sehr interessante Vorgeschichten. Ich möchte aber eher bei der heutigen Kultur und insbesondere bei den kulturellen Jugendwelten ansetzen. Ja, dass Digitalisierung in dieser Perspektive eben kultureller Prozess ist, das sehen wir daran, dass Digitalisierung auch von den Gadgets her, mit denen wir es zu tun haben, die sehr stark Design- und Lifestyle-orientiert sind, mit den Apps und Anwendungen, bei denen Ästhetik eine ganz große Rolle spielen, aber auch bei den ästhetischen Praktiken sehen. Und das kennen wir als Remix-Kultur oder als Kultur der Referenzialität schon eben seit nun geraumer Zeit, wo wir das beobachten. Das können Sie nachlesen in diesem schönen Band von Dirk von Gehlen, Mashup, Lob der Kultur, Lob der Kopie. Und dieser Band ist schon etwas älter, von 2010 oder von 2012. Es gibt andere Verweise, wie beispielsweise auch auf Felix Stalder und den Band Kultur der Digitalität, die hier interessant sind. Hier sehen wir also, wie das Digitale eingreift in Arten und Weisen, Dinge zu sehen und Dinge zu verändern auf kreative Art und Weise. Wenn ich jetzt hier dieses Mona Lisa-Bild da habe, dann kann das vielleicht auch oder auch die Bilder, die ich sonst auf den Folien habe, erinnern natürlich auch an die Bildkulturen im Zusammenhang des Körpers. Und wir kennen die Selfie-Kultur und in welchem hohem Maße die Selfie-Kultur die Sichtweisen auf sich selbst
eben verändern. Das habe ich hier mal an einem, das ist ein etwas älterer Screenshot, aber das macht eigentlich nichts, anhand dieses Instagram-Screenshots Ihnen mitgebracht. Das ist jetzt die Top 9. Ich habe einfach Selfie als Hashtag da eingegeben. Und dann sehen Sie, wenn Sie so die hochgerankten, algorithmisch hochgerankten Selfies sich anschauen, dann sehen Sie, dass die solchen Codes folgen wie eben Sexiness, Cuteness, Aktivität, Sportlichkeit und alles ist immer selbstzentriert und zwar tatsächlich visuell meistens sogar selbstzentriert, indem Menschen sich immer in die Mitte oder mindestens an den Rand eines, also an den Bildrand, aber eben in den vorderen Bildrand eines Szenarios stellen. Dieses Moment, das dahinter steckt, dass alle immer optimiert erscheinen in jeder Hinsicht, dass dieses Phänomen, das hat der Philosoph Michel Foucault vor langer Zeit bereits mit einem Kunstbegriff belegt, den Sie hier auch auf der Folie sehen, nämlich mit dem Begriff der Gouvernementalität. Damit meint er eine Mentalität, in der Menschen nicht mehr wie früher geführt werden mussten und bestraft werden mussten und immer kontrolliert werden mussten, sondern eine Mentalität, die eng auch mit dem Entstehen bürgerlicher Gesellschaften verzahnt ist, eine Mentalität, in der man sich nicht nur selbst kontrolliert, also diszipliniert, sondern sich selbst führt und diese Führung, also der Lebensentwurf beispielsweise und der Selbstentwurf, der richtet sich wiederum aber nach auch den Machtförmigkeiten, die in Kulturen und Gesellschaften vorhanden sind. Sprich, wenn man Erfolg haben möchte und dieses Erfolg haben möchten, das ist natürlich etwas, was in einer globalisierten Wettbewerbsgesellschaft, von der uns auch immer erzählt wird, ein Begriff, mit dem die Kinder schon fast in der Schule aufwachsen, weil sie damit rechnen müssen, dass irgendwann, wenn sie einen Schulabschluss haben, irgendwelche Menschen am anderen Ende des Globus mit ihnen in Wettbewerb stehen und sie übertreffen könnten und so weiter. Also diese Wettbewerblichkeit des Selbstverhältnisses bettet sich sozusagen ein und greift tief in Selbstverhältnisse ein, die dabei im Übrigen eben auch häufig bildhaft werden. Nun ist es klar, ich habe das heute nicht alles auf den Folien dabei, dass dabei auch Bild-Gegendiskurse eine Rolle spielen, wie beispielsweise der Anti-Body-Shaming-Diskurs auf Instagram. Und das ist natürlich sehr interessant. Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz hat in seinem Band Die Gesellschaft der Singularitäten von 2017 festgehalten, ich zitiere, die Selbstformung des digitalen Subjekts bewegt sich generell in jenem kulturökonomischen Grundriss, der für die Kultur der Spätmoderne insgesamt prägend ist, in der Form von Sichtbarkeits- und Valorisierungswettbewerben, das heißt von Attraktivitätsmärkten der Einzigartigkeiten, wie man ergänzen könnte im Kontext von umkämpften Aufmerksamkeitsökonomien. Das führt uns zum Phänomen des Influencertums. Wir finden also in diesen neuen algorithmisierten und zugleich ökonomisierten Kulturen der Plattform oder auch des Plattformkapitalismus, in dessen Kontext wir alle natürlich auch eingebettete Produzenten sind, neue Leitbilder und das Influencer-Phänomen ist sehr interessant. Wir finden in unseren Forschungen auch mikrogenerationale ästhetische Umbrüche, das heißt, was Sie hier sehen, Emma Chamberlains Stil, Videos zu drehen, der unterscheidet sich schon wieder enorm eigentlich von diesen Hochglanzästhetiken der etwas älteren Internetgeneration bereits. Also hier haben wir schon natürlich auch mit starken ästhetischen Umbrüchen zu tun, die uns auch in der kulturellen Bildung unbedingt interessieren sollten. Nun bin ich durchaus kein Experte für Tanz und ich möchte auch wirklich keine Eulen nach Athen tragen, weil es da KollegInnen gibt, die erheblich viel mehr über Digitalität und Tanz zu sagen haben als ich, wie etwa, aber sicherlich nicht nur aus dem BMBF-Projekt Digitanz, das im Kontext einer von mir nachher noch kurz vorzustellenden BMBF-Forschungsförderlinie auch durchgeführt wird. Ich möchte hier nur daran erinnern, insofern trage ich Eulen nach Athen, aber es sind erkenntnismäßig sehr kleine Eulen, die ich jetzt zu Ihnen trage. Ich möchte nur eben daran erinnern, dass wir bemerkenswerterweise in der angeblich ja immer so entkörperten digitalen Welt der Tanz in den letzten Jahren eine enorme Rolle eingenommen hat. Und ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Also einmal wäre es natürlich hier der Tanz, der jetzt über solche Spiele wie Fortnite oder wir können natürlich auch sagen, im erweiterten Sinne natürlich auch Gestenphänomene, die eine ganz große Rolle spielen dabei,
dann tatsächlich die globale Sportwelt beispielsweise auch erobert hat. Und selbstverständlich ist das Phänomen Tanz auf der Plattform TikTok, vorher Musical.ly, auch wenn die sich stark ändert, immer noch ein ganz bemerkenswertes und wichtiges Phänomen. Der Tanz selber wird in Form eines Memes, also eines Bewegungsmusters, das selbst mimetisch angeeignet wird, aus diesem Kontext der Plattform heraus und dann wieder spielerisch verändert aufgeführt wird. Der Tanz selber wird sozusagen schon zu einem Medium des Anschlusses von Menschen weltweit. Und das hat zu tun mit Jugendkultur, aber es hat auch zu tun mit Jugendlichkeit und es ist nicht an bestimmte generationale Kontexte gebunden, wie man hier links sieht. Das rechte Video ist interessantes. Sie können jetzt den Ton ganz falsch. Das mittlere Video ist ein interessantes. Da können Sie jetzt den Ton nicht hören bei diesem kleinen Skelettmännchen aus Minecraft. Denn das führt einen Tanz auf, der, falls Sie nicht mit diesen TikTok-Tänzen vertraut sind, würde ich mal diesen Hashtag dort, Hashtag Lex Siren Beat, empfehlen. Weil der besteht in so einer kleinen Tanzaufführung, die immer zu einem kleinen Beat, der von TikTok angeboten wird, erfolgt. Und das Interessante ist die Bandbreite von Aufführungen, die sich daran anschließen. Ich habe jetzt hier nicht die Gelegenheit, das zu thematisieren. Ich habe das auch nicht empirisch beforscht, sondern ich schaue mir das sozusagen an. Es wäre aber ein spannendes empirisches Forschungsthema natürlich, auch die vielfältigen Diskurse sich anzuschauen, die dahinter stecken. Ja, Minecraft und Tanzen. Dazu habe ich Ihnen hier jetzt zunächst nochmal einen weiteren Ausschnitt aus dem Forschungsprojekt, das wir durchgeführt haben, mitgebracht. Und zwar, um Ihnen zu zeigen, wie komplex inzwischen diese digitale, nicht digitale oder nicht digitale, schrägstrich körperliche und räumliche Lagerung eigentlich aussieht. Und das ist eine Fallstudie. Lara und Lara haben wir sie genannt, von zwei 12-jährigen Mädchen, die wir beforscht haben im Kontext des Projekts Postdigitale kulturelle Jugendwelten, das wir durchgeführt haben. Und Sie sehen jetzt hier, ich will mich nicht sehr lange daran aufhalten, wie viele Aspekte und Faktoren zu dieser Tanzaufführung, die die Mädchen uns gezeigt haben, und zwar eine Tanzaufführung in Minecraft, dazu gehören. Diese Mädchen haben Tanzaufführungen auf TikTok gesehen und das fanden sie toll und wollten sie auch nachmachen. Sie wollten es aber nicht mit sich selbst machen, weil sie sich selber nicht filmen wollten oder möglicherweise auch, weil sie die Idee hatten, auf Minecraft, also diesem 3D-Bauspiel, diesem kollaborativen, dass man sowas da nachbauen kann. Also haben sie auf Minecraft mit ihren Minecraft-Männchen einen Tanz nachgebaut und eine choreografiert, das wiederum mit ihren Handys vom Bildschirm abgefilmt, was dann so Interferenzeffekte und Wellenmuster gibt, was sehr störend aussieht, aber diese Mädchen nicht gestört hat. Und das wiederum haben sie eingestellt auf TikTok und geteilt. Und Sie sehen, an ganz vielen Stellen sind Netzwerke, Ranking-Algorithmen, die uns überhaupt etwas sehen lassen, bestimmte Bewegungsformen sehen lassen, Software-Technologien wie diese 3D-Welt und die Benutzungs-, die Nutzung, Nutzung, Nutzerkulturen, die damit einhergehen, was man dort macht. All diese Aspekte, diese tiefen Hybridisierungen von dem, was ich als Kreativsubjekt gerade tue und von dem, was ein Algorithmus mir ermöglicht zu tun und wie das wiederum in digital eben auch hergestellten sozialen Netzwerken sich auswirkt. Das kann man hier sehen. Das heißt, die Form der Kreativität verändert sich maßgeblich in diesem Sinne der Hybridisierung, dass Produktion und Rezeption ineinander verwoben werden, dass Onscreen und Inlife zu einem Onlife wird, also zu einem Leben, wo man nicht mehr sagen kann, ob der Körper jetzt zum digitalen Gegensatz darstellt. Das macht dann irgendwo, wenn Sie auch an TikTok denken, immer weniger Sinn. Wo es normal ist, sich einer unkontrollierten Sichtbarkeit auszusetzen, also etwas einzustellen und nicht kontrollieren zu können, wer das sieht, wo der Algorithmus zu einem Akteur wird, der auch kreativ mithandelt, also der sozusagen nicht nur Pinsel ist, sondern erheblich komplexer und viel andere Entscheidungsprozesse mit sich bringt, wo die Handlungsmodi augmentiert sind, also digital unterstützt, kollaborativ, kollektiv und ludisch.
Ja, das ist das Projekt, in dem wir das, aus dessen Teil dieses kasuistische, diese kleine Fallvignette entnommen ist. Und interessant ist hier außerdem an diesem Projekt, dass wir auch andere Verschiebungen feststellen können. Und zwar haben wir ein Barcamp durchgeführt, also ein offenes Open Space Format mit Jugendlichen, bei denen die selber die Themen setzen. Also das heißt, sie bringen Themen, das sehen Sie rechts oben auf der blauen Tafel, vor, über die man dann in Sessions sprechen kann und welche Themen drankommen, das wird dann von denen gewählt. Und Sie sehen hier, wurde unter anderem auch der Tanz vorgeschlagen mit Herzchen und Pfeilen dran. Ne? Wofür ist er da? Und es gab eine Tanzbegeisterung. Bei den gewählten Sessions aber hat man sich nicht für dieses Format entschieden, sondern da sehen Sie so etwas wie insbesondere Onstage, Kunst 2.0, Poetry, also solche merkwürdigen englischen Ausdrücke, die hier gewählt wurden. Und Onstage, das stand für uns eigentlich auch für diese typische Sichtbarkeitssituation, aber auch für die Entgrenzung zwischen den Künsten, die wir da im Digitalen sehr stark beobachten. Und diese Entgrenzung, ich überblätter das mal, das Forschungsdesign, diese Entgrenzung, die ist natürlich interessant, nicht unbedingt in dem Sinne, dass man sagen kann, dass die kulturelle Bildung dem nachhecheln muss und sich auch entgrenzen muss. Aber es ist schon interessant, dass man möglicherweise auch nochmal kritischer reflektiert, wie ausgerechnet dann eben im europäischen Raum, in anderen Weltgegenden ja im Übrigen auch nicht, diese doch sehr saubere Trennung zwischen Musik und Tanz und Bewegung und anderen kreativen Formen stattfindet. Ja, was wir festgestellt haben, sind Transformationen von Artikulations- und Erfahrungsformen, von Kommunikations- und Inszenierungsformen, also wie beispielsweise das Prinzip der Memes, aber auch die Plattformen, die etwas überhaupt erst anregen zu tun und hervorbringen, auch von Sozialformen, Stichwort sozusagen von der Gemeinschaft zum eher instantanen Netzwerk, das sich schnell bilden kann, das auch schnell wieder auseinanderfallen kann. Das sieht man auf TikTok auch eigentlich sehr stark. Im Gegensatz zu den alten Online-Communities, wo viele Menschen vielleicht jahrelang an einem ähnlichen Kreativthema gemeinsam sich das gezeigt und gemeinsam daran gearbeitet haben. Und wir sehen es an den kulturellen Orientierungen, die sich stark transkulturalisieren, weil das ja globale Räume sind, wie beispielsweise beim Cosplay-Phänomen oder auch bei retro-analogen Praktiken wie dem Kilten. Ja, und so können wir eben auch unterschiedliche Orientierungen bei den jetzigen Jugendlichen finden, das also gar nicht unbedingt alles so homogen, sondern es gibt schon unterschiedliche Arten und Weisen, sich auf Digitalität zu beziehen. Was aber in jedem Fall klar ist, ist, dass diese digitalen Räume von enormer Bedeutung geworden sind und deswegen sind sie wichtig für die kulturelle Bildung. Und ich werde gleich auch ein paar Ebenen nochmal Ihnen anbieten zur Unterscheidung, in welcher Hinsicht sie wichtig sind. Ich möchte kurz aber noch verweisen auf diese Studie, Alles immer smart, des Rats für kulturelle Bildung, Jugend, YouTube. Kulturelle Bildung insbesondere, weil das war nochmal eine empirische Studie, die danach durchgeführt wurde, im Anschluss an die Ratsschrift. Alles immer smart war keine Studie, sondern eine Ratsschrift und das hier ist die Studie dazu. Und was wir dort gefunden haben, ist, dass YouTube nicht nur ein Spaßmedium, sondern ein Lern- und Bildungsmedium ist. Übrigens für die Schule, aber auch für die informelle Bildung. Sie sehen, die Jugendlichen brachten Argumente vor, dass man sich bei YouTube aussuchen kann, wer einem die Themen und Inhalte erklärt. Fast 3/4 der Befragten sehen darin einen Vorteil von YouTube gegenüber den Musik-, Tanz- und Kunstschulen. Wobei gleichzeitig die Jugendlichen auch die Nachteile, wenn man das jetzt mal so binär kodieren möchte, von YouTube kennen, nämlich dann natürlich, dass es nicht rückmeldet und so weiter. Das ist denen eben auch bewusst. Was der Rat daraus gefolgert hat, der Rat für kulturelle Bildung, ist eben, dass die Digitalisierung als Aufgabe und Gegenstand der kulturellen Bildung verstanden werden muss und dass die Bedeutung der neuen Bildungskonstellationen für die kulturelle Teilhabe auch genutzt werden sollte. Das sind also jetzt Schlussfolgerungen, die jetzt der Rat für kulturelle Bildung in diesem Kontext ja, daraus gezogen hat. Ich muss kurz anmerken, falls Sie da die ganze Zeit etwas brummen hören, ist das mein Hund, der vor der Tür steht, der unter Corona-Bedingungen die Sache mit den Vorträgen irgendwie etwas interessanter machen möchte. Ja, aber Sie sehen, das sind ganz zentrale Punkte, die hier herausgearbeitet wurden, die sinnliche Wahrnehmung schärfen und die Reflexion der Wahrnehmung fördern. Wenn ich diese beiden jetzt zunächst mal herausnehme, dann heißt es beispielsweise, die Logiken des Digitalen verstehen lernen. Das heißt, das Digitale bildet uns eben
bietet uns bestimmte Ordnungen an durch das Ranking dessen, was eben, ich habe eingangs, bin ich darauf eingegangen, was eben das Optimierte ist, das Schöne, das Kreative, das Sichtbare, das Sportliche und so weiter. Also diese ganzen gouvernementalen Logiken, die hinterfragen gerade Kinder und Jugendliche natürlich nicht, Erwachsene häufig auch nicht, wenn sie mit diesen Medien aufwachsen. Und das zu hinterfragen, das ist natürlich eine genuine Aufgabe der kulturellen Bildung. Es ist aber eben natürlich auch so, dass die Wahrnehmung nicht erst von der Digitalisierung geformt wird, sondern dass die Wahrnehmungsordnung in den Kulturen, Gesellschaften und gerade auch die hegemonialen Aspekte wiederum hier teilweise ja in den digitalen Räumen kritisiert werden können, weil sie auch kreative und Freiräume sind. Und das heißt, es ist nicht so, dass wir vor dem Digitalen nur warnen müssen und vor der Ökonomisierung von Wahrnehmung beispielsweise, sondern umgekehrt hier auch kulturelle Räume entstanden sind, die Diskursräume sind, die gerade auf der Wahrnehmungsebene operieren und die man aufgreifen kann, was ausgesprochen spannend ist. Ja, Erlebnisse im digitalen Erfahrungsraum ermöglichen, um das eben selber kultivieren und gestalten zu können. Erfahrungen mit digitaler Materialität machen, also mit der Medialität und der Materialität des Digitalen, neue Wege der Vermittlung beschreiten. Und das ist was Corona etwas erzwungen hat, mit Verknüpfungen, Aha-Erlebnisse schaffen. Und das meint insbesondere, dass die Digitalisierung, das Auswählen, das Zusammenführen, die Bearbeitung von Bildern, Klängen, Bewegungsformen zu neuen Sinn- und Handlungszusammenhängen eben hervorbringt. Das zeigen ja auch die Beispiele. Das heißt, es gibt so emergente Momente in digitalen Kontexten, die hochinteressant sind und auch pädagogisch. So, das muss ich überspringen. Da habe ich aber auch, um ehrlich zu sein, vergessen, die Folien auszublenden. Es war gar nicht der Plan, das zu erläutern. Damit komme ich zum Fazit: Mitgestaltung postdigitaler Kultur als Herausforderung und Verantwortung. Und was wir sehen in der Forschung, das sind Entgrenzungen. Das ist Onstage als neue Normalität, also diese Sichtbarkeit und diese Performativität und diese Gouvernementalität als Normalzustand in unseren hybriden Welten. Hybride Kreativität, die das klassische Kreativsubjekt nicht unbedingt ersetzt, aber jedenfalls sich dazu gesellt und die es revalidiert. Das heißt, dass wir das, was wir machen als Kreativsubjekt, muss sich jetzt immer verhalten. Also wenn man es schon nur alleine macht, dann ist es schon geradezu etwas Privates, weil wir eben in vernetzten Zeiten leben und das Vernetzte der Normalzustand ist. Die Erweiterung und die Verlagerung von Lern- und Bildungsprozessen eben in diese Welten hinein, wie wir es eben, wie gesagt, eben schon auch unter Corona-Zeiten eher in der Zwangsform kennengelernt haben. Und damit würde ich abschließen. Ich würde sagen, wir haben digitalisierungsbedingte Veränderungen, Probleme und Potenziale im Hinblick auf die kulturelle Bildung. Das heißt, wir haben die kulturelle Veränderung der Klientel, also der digitalen Jugendkulturen und die Frage und die Herausforderung, ob wir diese anderen generationalen Lagerungen eigentlich adäquat verstehen können. Wir haben gegenstandsbezogene Veränderungen, dadurch, dass natürlich die Künste selbst auch gerade in der Avantgarde das schon längst adaptieren. Aber Sie kennen auch wahrscheinlich den Zusammenhang von Algorithmizität und Tanz sowieso schon, auch im klassischen Tanz. Wo also im Prinzip aber jetzt die Frage ist, was ist eigentlich der Gegenstand der kulturellen Bildung, insofern sie sich auf Künste bezieht? Sie kann ja natürlich nicht sich immer nur das Alter aussuchen, den Schwanensee, und die Gegenwart irgendwie ausblenden. Das wäre keine besonders gelungene kulturelle Bildung, ne? Und drittens natürlich die veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf die Organisation und die Professionalisierung. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Die Professionalisierung muss ja nicht nur pädagogisch und künstlerisch sein, sondern sie muss sozusagen auch das noch mit adaptieren können. Und ich denke, das ist auch der Schlüssel, das zu bewältigen, den spezifischen Beitrag und die Verantwortung der kulturellen Bildung im Hinblick auf digitale Kultivierung und Bildung verstehen zu können. Denn ich bin der Ansicht, dass die kulturelle Bildung Potenziale hat, die der Informatikunterricht zum Beispiel und das Programmieren und so weiter so überhaupt gar nicht mit sich bringen. Denn die kulturelle Seite der Digitalisierungsprozesse, die kann eben auch nur durch kulturell orientierte Pädagogiken eingefangen werden. Und man könnte sagen, es gibt hier drei Empowerment-Aspekte. Erstens das digitale Gestalten, also das Gestalten mit dem Digitalen, sodass man es zunächst mal einfangen kann, aneignen kann, in ästhetische oder mit ästhetischen Logiken konfrontieren kann, in denen es wirksam werden kann. Zweitens, die digitale Kultur mitgestalten. Das erste ist die Voraussetzung natürlich,
des Zweiten, denn dann bringt man andere Logiken als vielleicht nur diese gouvernementalen in diese digital vernetzten kollektiven Sichtbarkeitsräume mit hinein. Und der dritte Empowerment-Aspekt wäre dann eben, dass man also nicht nur das digitale Gestalten ist natürlich auch das Toolmäßige des Digitalen verwenden für Ausdrucksweisen. Das dritte ist im Gegensatz dazu die Logiken des Digitalen ästhetisch reflektieren und bearbeiten. Ein Beispiel ist, wenn ich einen starren, relativ starren, einfachen Algorithmus nehme und mit dem ein Bewegungsspiel mache, dann erfahre ich was, also mit mehreren Leuten in einem Raum, ich erfahre die Rigidität des Algorithmus, der Algorithmizität und dieser Art von Regelbefolgung, die damit einhergeht. Nur als ein Beispiel dafür. Und ich denke, da haben wir schon drei sehr wesentliche Aspekte, die in unserer Arbeit zukünftig eine Rolle spielen können und sollten. Und wenn Sie genaueres erfahren möchten, dann möchte ich Sie locken auf diese Website unseres Meta-Vorhabens und der Förderlinie zur Forschung zur Digitalisierung in der kulturellen Bildung. Da finden Sie auch neben vielen, vielen Materialien und natürlich ist Digitanz eines der für Sie ganz einschlägigen Projekte, aber auch die anderen Projekte weisen Strukturaspekte auf, Fragen nach Co-Präsenz in Online-Räumen und so weiter. Viele, viele spannende Fragen. Und das wird Sie sicherlich interessieren, da mal vorbeizuschauen. Da finden Sie auch einen ersten Sammelband mit Ergebnissen als Open Access zum Runterladen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.